Wow, vielen lieben Dank euch, dass ihr uns in so eine geniale Atmosphäre des Glaubens hineingeführt habt. War das nicht eine starke Zeit? Lass uns mal Jesus Danke sagen dafür. Es war wirklich ein Segen. Vielen, vielen lieben Dank euch drei. Ja, liebe Face-to-Face-Community, jetzt wird es gleich kreativ und spannend, denn wir wollen heute ein Interview machen zum Thema moderne Evangelisation und vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen, die du und ich im Alltag umsetzen können. Und dafür haben wir ein paar geniale Leute, die es auf verschiedene Art und Weise in dem, was sie im Alltag tun, umsetzen, wie sie da Jesus auch weitergeben durch das, was sie eigentlich tagtäglich tun, was ihr Job ist oder was ihre Leidenschaft ist, was ihre Kreativität ist. Und ich will nicht lange reden, aber die Leute direkt zu mir nach vorne bitten, denn es sind geniale und gesegnete Leute. Und die erste Person, die ich zu mir nach vorne rufen will, und ich finde es wirklich hammergenial, dass er heute eingereist ist, um uns einfach zu inspirieren, das ist Miron Raffis. Lass uns mal Miron einen genialen Applaus geben. Yes, Miron, so stark. Als nächstes will ich welche vorrufen. Vielleicht habt ihr schon von ihnen gehört, vielleicht noch nicht, aber sehr, sehr inspirierend. Und zwar die Gebrüder Schüle. Versagt hab ich, doch hindert es ihn nicht, den Weg zu gehen, um meine Schuld zu nehmen. Jetzt bin ich frei, durch Jesus nur allein, versöhnt mit Gott. In mich ein. Gott hat so die Welt geliebt, er sandte seinen Sohn. Wer ihm glaubt, geht nicht verloren, ein Leben nach dem Tod. Er starb am Kreuz für meine Schuld, stand auf, sitzt auf dem Thron. Frieden fand ich nur in Jesus, Rettung aus der Not. Genial. Als nächstes bitten wir einen Goldschatz wirklich aus unseren Reihen, aus unserem Kristallforum, sie hier aufgewachsen ist. Sie ist so ein Riesensegen und so eine Inspiration. Und ich bitte sie nach vorne zu mir, Milane Friesen. Influencerin, die aber ihre christlichen Werte lebt und auch zeigt. Yes, come on, sie preacht direkt, sehr gut. Und zuletzt möchte ich jemand vorrufen, wir haben gedacht, er braucht kein Reel, weil wir als Kristallforum sein Reel sind, weil er von hier aus lokale Evangelisation richtig krass macht. Und lasst uns mal mit einem Mega-Applaus Daniel Hügel begrüßen. Aber das war der beste Reel von allen. Ich feiere euch, Leute. Ihr seid genial. Da ist so eine starke Face-to-Face-Community. Yes, also, ich würde mal sagen, wir starten hier mit so einer ganz einfachen Warm-up-Frage. Wir haben schon ein paar Inspirationen gesehen, aber ich würde einfach mal sagen, wir starten von Daniel einmal durch die Reihe. Sag mal kurz in 2, 3 Sätzen, wer ihr seid, was ihr macht und was es mit moderner Evangelisation zu tun hat. Aber nur in 3 Sätzen, kriegt ihr hin. Wow. Okay. Nee, ich krieg's nicht hin. Okay, also ich bin Daniel und ich bin hier aus dem Kristallforum. Ich bin der Leiter vom Ministry-Dienst, so Seelsorge und Gebet und alles so. Das ist ein super Dienst, macht mir richtig viel Spaß. Und
moderne Evangelisation. Ja, was mache ich? Ich lebe einfach. Ich hab Jesus im Herzen und ich lebe und mehr brauchen wir nicht. Wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, dann strahlt das doch, oder? Das ist so richtige Freude dahinter. Halleluja. Come on, lokale Evangelisation, mega. Also ich bin Milene Friesen. Ich bin aktiv. Ich bin aktiv auf den sozialen Medien, auf Instagram und auf TikTok. Und genau, wie ich Evangelisation lebe, ist eigentlich, ich will nicht nur sagen, dass ich christlich bin, sondern ich will auch wirklich meinen Glauben leben und meine christlichen Werte leben. Und genau. Die Gebrüder Schüle, davon gibt es, glaube ich, 6 eigentlich, aber nur 2 stellvertretend. Erzählt mal was zu euch. Ja, also wir sind eine lebendige und humorvolle Bande. Ja, und unser Herz brennt auf jeden Fall für Jesus und für das Evangelium. Und wir haben eine einfache und klare Vision. Und die heißt, Junge, Frieden mit Gott und mit deinen Mitmenschen. That's it. Come on, sehr gut. Und? Also eigentlich sollte er noch was sagen, oder? Die sprechen zusammen, aber gerne. Don! Jetzt weiß ich eigentlich nicht, was ich sagen soll. Er hat eigentlich alles gesagt. Sehr gut. Was geht? Mein Name ist Miron Raffis. Ich mache Musik. Und ich versuche durch meine Musik einfach die Hoffnung, die wir in Jesus haben, weiterzugeben. Und Menschen zu beeinflussen, dass wir Freude haben und dass wir nicht wie die Welt ohne Hoffnung leben müssen. Und das versuche ich weiterzugeben. Come on, richtig stark. Ich würde sagen, wir stellen die erste Frage direkt gerade an Miron, solange er noch das Mic gerade zurück, genau, solange er das noch hat. Hey Miron, du hast ja jetzt vor kurzem wieder eine Single rausgebracht und erzähl uns mal kurz was zu deiner letzten Single und was hat dich motiviert, genau die zu schreiben? Was war der Hintergedanke dahinter? Also die letzte Single war nur noch ein Song und der Song hat überhaupt nichts Geistiges. Wir waren im Studio und haben gesagt, lass einen Song machen, der fetzt. Das heißt, wir haben einfach nur einen geilen Beat gebaut und haben ein bisschen einen geilen Rap gemacht. Und ganz offen, ich bin hergefahren, wir haben die Fragen gesehen, ich habe die Fragen angeguckt, dachte, okay, der letzte Song war jetzt nicht so geistig. Ich will geile Musik machen und der letzte Song war tatsächlich so ein Song, dass ich gesagt habe, ey, selbst wenn den irgendwelche Kennex in der Straße hören, dass sie sagen, geil, bin ich dabei. Und das ist das, wofür ich versuche zu stehen, auch mit der letzten Single, genau. Come on, stark. Also jeden erreichen, sehr gut. Jungs, ihr habt ja gerade schon mal was ausgespeichert kurz, aber die nächste Frage an euch ist, wie entstand tatsächlich euer Name und was macht euch wirklich als Brüder aus? Also wenn man Gebrüder Schüle hört, dann kann man bestimmt denken, Alter, was sind das für Allmanns? Ja, sind wir auch. Aber das ist so, dass die wirkliche Inspiration kam jetzt von den Brüder Grimm. Ich habe immer gedacht, die heißen Gebrüder Grimm, aber das waren eigentlich nur 2 von 5 Brüdern, die diese legendären Märchen wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, alle, die man kennt, das waren eigentlich nur 2 Brüder. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn nur zwei von denen, also 200 Jahre später, wir immer noch diese Märchen kennen, hey, was können 6 Brüder, die die Wahrheit oder, was heißt die Wahrheit, aber die gute Nachricht auf ihrem Herzen haben, was haben wir da für ein Potenzial? Und ja, we will see. Yes, come on. Milene, wir haben ja schon gerade gesehen, du bist total aktiv auf Instagram mit knapp 1 Million Follower. Du bist total aktiv auf TikTok, ich glaube, mit 4 Millionen Follower. Du bist wirklich in der Fashion-Welt vertreten. Das waren geniale Ausschnitte. Und ich meine, gefühlt kam der Erfolg bei dir so über Nacht. Und wie war es für dich? Wie ist es für dich? Und was machst du daraus? Der Erfolg kam tatsächlich sehr, sehr plötzlich. Und ich glaube, ich bin eigentlich auch in Deutschland die schnell wachsendste Influencerin gewesen. Wow. So. Also es war wirklich crazy. Aber ich glaube, also vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, dass es eigentlich nichts mit einem macht. Aber weil es auch in der Corona-Krise passiert ist und
ich halt, es hat sich nicht wirklich was verändert, außer irgendwelche Zahlen auf meinem Instagram-Account so. Aber, und vielleicht ein bisschen mein Alltag, aber sonst war ja alles gleich. Aber jetzt mittlerweile merke ich schon, je mehr Türen einem wieder offen stehen und je mehr genau man wieder rauskommen kann, dass es wirklich auch viele Challenges mit sich nimmt. Und es macht auf jeden Fall was mit einem so, weil du siehst viel mehr, du erlebst viel mehr. Aber es macht natürlich auch sehr, sehr viele positive Sachen mit einem. Und ich liebe es, ich liebe, was ich mache. Und es ist so cool. Aber genau, aber es macht natürlich auch mental auch ein bisschen, kommen da auch Probleme manchmal mit dabei. Aber sonst ist es richtig nice. Schön, dass es dir Spaß macht. Freut uns. Der Daniel, der hat bei uns vor Ort hier im Kristallforum den Ruf als Evangelisten. Er kam hierher und irgendwie war er der Evangelist und er hat es sich nicht ausgesucht, er war es einfach. Daniel, wie kamst du zu dem Ruf und was hat dich dazu angetrieben, wirklich vor Ort, lokal das Evangelium weiterzugeben? Keine Ahnung, ich war es einfach, oder? Wie du schon sagst, ich bin hier reingekommen. Nee, hey, wisst ihr, das ist so, ich war, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ich war kein Christ, ich habe nicht an Gott geglaubt und mir hat jemand von Jesus erzählt und deswegen habe ich mich entschieden. Und ich glaube, aus dem heraus bin ich auch so motiviert und habe so eine Freude daran, anderen Menschen von Gott zu erzählen, weil ich weiß, was das in mir getan hat und warum soll ich diese Freude nicht teilen? Jesus sagt schon, nehmt das Licht, geht damit hinaus und teilt das Ganze. Und ich habe das gemacht und dann hieß es, Daniel, du bist Evangelist. Ich so, okay, gut. Aber ich will euch eins sagen, dass ich jetzt Evangelist bin, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Menschen von Jesus erzähle. Das mache ich, weil er mein Herz berührt hat und weil ich so eine Freude daran habe. Und wir brauchen nicht diesen Titel Evangelist, um erst die Erlaubnis zu haben, irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Jeder Einzelne von uns darf das. Hey, du, der du da bist, du darfst strahlen, du darfst eine Freude in dir tragen, du darfst Menschen von Gott erzählen, ganz locker, ganz cool, ganz easy, ohne Probleme. Du musst dafür nicht irgendeinen Titel bekommen. Das ist nebensächlich. Hauptsache ist, dass das Evangelium rausgeht, dass Menschen errettet werden, dass so Seelen zu Jesus kommen und dann genau dasselbe wieder ausstrahlen, wieder diese Freude haben. Und da will ich euch ermutigen, ey, lasst den Titel, egal, ich schenke ihn euch. Nehmt ihn alle, ihr seid alle Evangelisten von mir aus. Hauptsache, ihr erzählt von Jesus, yes? Yes, let's go. Richtig stark. Melaine, machen wir bei dir gerade nochmal weiter daneben dran. Wie lebst du deinen Glauben auf Social Media aus? Weil du lebst ihn offensichtlich aus. Wie machst du es? Hast du eine Strategie dahinter oder machst du es einfach spontan aus dem Herzen? Erzähl uns mal bitte aus dem Nähkästchen, so hinter den Kulissen, wie du da vorgehst. Aus dem Nähkästchen? Was hast du gesagt früher? Also, ich würde tatsächlich sagen, dass es beides ist. Also irgendwo ist auch Strategie dahinter, weil du willst ja auch, oder ich will auch weise meinen Glaube auf Social Media ausleben, vor allem auf Social Media. Und deswegen ist da auf jeden Fall auch eine Strategie dahinter, weil ich will zuerst, dass die Leute mir folgen, weil sie zuerst einfach meinen Style interessant finden, weil sie irgendwie meine Ausstrahlung feiern, weil sie meinen Content feiern und einfach zuerst einfach mal mir folgen so und einfach cool finden, was ich mache. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat zuerst Beziehungen gebaut. Und das will ich auch schaffen, dass ich zu den Menschen eben eine Bindung aufbaue, eine Community-Bindung. Und dadurch dann, je mehr sie sich mit mir interagieren, je mehr sie von mir sehen, von mir hören, desto mehr merken sie, dass da irgendwas anders ist. Und desto auch ein paar Mal poste ich auch oft über Gott und über meinen Glaube. Und das sehen sie ja und das nehmen sie auf. Und das ist so ein bisschen meine Strategie dahinter, dass ich sie Step by Step, so Schritt für Schritt, so ganz langsam an ihr Herz mich rantaste und DMs beantworte, wirklich mit den Leuten in Interaktion bleibe. Und natürlich kommt dann auch das Gefühl damit rein, weil ich will nicht nur Dinge posten oder von Gott reden oder von Gott auf Social Media reden, weil Christen das von mir erwarten oder weil ich dann gut ankomme bei der Christenwelt, sondern ich will wirklich die Herzen erreichen und ich will, dass wenn Gott sprechen will, dann soll er es tun und ich will nicht irgendwie aus eigener Kraft, aus eigener Macht irgendetwas tun oder was posten, damit ich Anerkennung bekomme, sondern ich will wirklich das aus reinem Herzen tun. Ich glaube, da ist dieses Gefühl mit dabei, dass ich wirklich Gott immer den freien Raum dafür gebe. Wenn er sprechen will, dann soll er es machen und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Wow, stark. Ich behalte noch kurz das Mic bei dir. Und zwar Melaine, sie ist ja wirklich eine Motivatorin, das sieht man auf Instagram. Und Melaine hat was richtig Nices rausgebracht. Und zwar hier ein Buch Monday Motivations von Melaine Friesen.
Ich weiß gar nicht, ob jemand schon so ein Buch hat. Es ist die Ehre, es hier wirklich in meiner Hand zu halten. Es ist ganz frisch, ich glaube, als Bestseller auf Amazon im Vorverkauf durchgegangen, was ich richtig genial finde. Wenn willst du noch 2, 3 Sätze dazu sagen, was hat dich motiviert, was hat dich bewegt und was ist das Ziel mit diesem Buch? Yes, come on. Also ich bin als erstes, ich freue mich so sehr auf dieses Buch. Es ist nicht mehr normal. Ich arbeite da schon echt lange dran und es ist so nice. Also das sind einfach für jeden Montag, ich habe auf meinem Channel so ein Format, das heißt Monday Motivation, da habe ich jeden Montag einfach eine kurze Motivation zu den Menschen gesprochen. Und dann dachte ich, es ist eine coole Idee, ein Buch daraus zu machen, dass die Leute wirklich einfach wöchentlich eine Motivation haben. Und da habe ich kurze kleine Texte reingeschrieben, die einfach motivieren sollen, die inspirieren sollen. Und mein Ziel ist es, damit wirklich Herzen zu erreichen und Menschenherzen zu erreichen. Ich habe christliche Werte mit reingebracht, Bibelstellen, wirklich alles, was geht. Und ich freue mich einfach so, so sehr und ich hoffe auch echt, dass es Menschenherzen erreicht. Und ihr könnt auch gerne dafür beten. Das wäre so, so nice, würde mich echt freuen. Und yes. Wir sind schon richtig gespannt auf den Outcome davon. So ein Segen. Ja, dann machen wir mal weiter bei Gebrüder Schüle. Vielleicht traut sich diesmal der Roland zu antworten. Gucken wir mal. Jungs, ihr habt ja auch ein YouTube-Video rausgebracht, was spontan wirklich durch die Decke ging, wo ihr, glaube ich, gar nicht erwartet habt und irgendwie damit das Evangelium weiterging. Passend dazu habt ihr auch ein kleines Buch geschrieben, was wirklich dienen soll, um Evangelium weiterzuerzählen und weiterzugeben. Wie ist es für euch? Wie kommt ihr zu diesen kreativen Dingen und denkt ihr, Jesus würde es genauso machen wie ihr, wenn er heutzutage hier auf dem Planeten wäre? Ich meine, er ist da, aber in unseren Herzen. Also wenn Jesus heute auf diesem Planeten wäre, ich weiß nicht, ob er es genauso machen würde wie wir. Ich glaube, er würde es genauso machen wie damals. Wenn Jesus geredet hat, er war einfach faszinierend, er war schlagfertig, er hat die Wahrheit gesagt und alles, was er getan hat, hat er mit Zeichen und Wunder bestätigt. Also Jesus, ich glaube, er hätte es heute genauso gemacht. Ich denke auch, Jesus hat einen ganz anderen Auftrag als wir. Jesus ist gekommen, hauptsächlich um für uns zu sterben. Und weiß nicht, ob er dann ein YouTube-Video heute gemacht hätte oder ein Buch geschrieben hätte. Es gab auch damals schon Schriftrollen, es gab Bücher. Jesus hat nichts geschrieben, aber man hat über ihn geschrieben. Und Jesus hat letztendlich den Jüngern gesagt, geht ihr hin und erzählt über mich. Und ich glaube, wenn Jesus heute leben würde, dann hätte er uns gesagt, nutzt alle Plattformen, um diese gute Botschaft, dass ich für euch gestorben bin, weiterzutragen. Dann geht meine nächste Frage an Miron. Miron, was war für dich der prägendste Moment mit Gott und wie hat er dein Leben verändert und hat es was damit zu tun, dass du deine Leidenschaft jetzt auch mit Musik auslebst? Ich habe vorhin drüber nachgedacht, über die Frage. Und wenn ich an meine Beziehung mit Gott denke, dann und dann an diese prägenden Momente, ich glaube, einer der prägendsten Momente oder der Moment, an den ich als erstes denke, ist, ich war auf einer Missionsreise in Mexiko und wir sind in Juarez, in einer sehr, sehr kriminellen Stadt, sind wir ins Gefängnis und haben dort einen Gottesdienst veranstaltet. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie Prison Break, dass du läufst durch so ein Gefängnis und die Leute gucken dich an. Und dann kam es dazu, dass ich war verantwortlich für den Lobpreis und wir wurden aber von den Wärtern nicht reingelassen, weil wir eine E-Gitarre zum Beispiel dabei hatten und da waren ja Batterien dabei und so weiter und die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Überhaupt da reinzukommen war so unglaublich schwierig und mir ist aus dem Nichts schlecht geworden. Also mir ist so übel geworden, dass ich mich fast übergeben hätte müssen. Und da habe ich schon gewusst, okay, hier stimmt was nicht. Wir sind dann ins Gefängnis reingekommen und nach einer gewissen Zeit, die Stimmung war ganz, ganz angespannt und der Raum, in dem wir diesen Gottesdienst gefeiert haben, war ungefähr so groß wie hier. Und ihr müsst euch aber vorstellen, ich werde dann vorgerufen und soll ein Lied singen und soll quasi den Lobpreis einstimmen. Und ich nehme die Gitarre und vor mir stehen nicht so wunderschöne Menschen wie ihr, sondern da stehen Männer, die sind solche Muskelpakete und die haben teilweise hier Tattoos, diese kleinen Tränchen. Und die gucken mich an und warten, dass ich jetzt singe. Und ich fange dann an zu singen und dann habe ich erst auf Deutsch gesungen und dann habe ich gedacht, okay, warum singe ich auf Deutsch? Dann singe ich halt auf Englisch. Dann habe ich auf Englisch angefangen zu singen. War auch nicht klug, weil hat keiner verstanden von denen. Und ich habe am Ende angefangen, in Zungen zu singen einfach. Und es war sehr interessant, weil plötzlich haben angefangen, diese erwachsenen Männer auf die Knie zu gehen und haben angefangen, ihre Hände zu heben und haben angefangen zu weinen. Und
Ihr müsst euch vorstellen, da steht ein 18-jähriger Junge auf der Bühne und senkt den Zungen und guckt sich das ganze Ding an. Und dann fange ich in mir an zu sprechen und sage so, Gott, bin ich ein Evangelist? Und dann kommt so, nein. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe angefangen, Musik zu machen, weil ich schon immer Musik geschrieben habe, so seit ich 12, 13 Jahre alt bin. Und habe gewusst, okay, Musik ist was Besonderes. Musik kann Menschen berühren. Gott kann durch Musik zu Menschen sprechen. Und das war in meinem Leben ganz stark so. Und dieser sehr prägende Moment hat, denke ich, dazu geführt, dass ich bis heute noch Musik mache. Wow, stark. Und er macht er genial, oder? Dann würde ich noch eine Frage an jeden von euch stellen. Ich möchte, dass auch jeder davon, oder von euch gerne uns was mitgibt dafür. Habt ihr vielleicht so ein Goldnugget, einen Satz, eine Motivation, wie wir jetzt hier als Face-to-Face-Community wirklich Evangelisation modern in unseren Alltag einbauen können? Einfach so ein Ratschlag, ein Goldnugget von euch. Und genau, ihr dürft mal kurz anfangen, dann Jungs. Also wie es schon gesagt wurde, das würde ich nochmal wiederholen, was Daniel gesagt hat. Der Psalmist Asaf, der schreibt in einem der Psalmen, sagte, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und ich habe Gott zu meinem Zufluchtsort gemacht, damit ich seine Werke verkünde. Und ich denke einfach, wenn wir einfach nah bei Gott sind, wenn ihr in meiner Liebe bleibt und meine Liebe in euch bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Dann passiert es automatisch und ganz natürlich, dass du begeistert bist von Jesus und begeistert von Jesus erzählen wirst. Denn was dein Herz voll ist, das geht auch über deinen Mund über. Also bleib einfach nah bei Jesus dran, liebe Jesus und es wird automatisch. Wird die Frucht entstehen, denke ich. Stark, ja. Melaine, was wäre dein Goldnugget? Ich habe da schon so einen richtig schönen Satz im Kopf, den höre ich immer so gerne genau, von dir. Genau, den wollte ich auch gerade sagen. mein Lieblingssatz, du bist die einzige Bibel, die Leute lesen werden. Und das will ich euch wirklich mitgeben. Henok hat es gestern auch nochmal so nice gesagt. Hey, es bringt manchmal einfach nichts, Psalm 23 zu posten, sondern wir müssen Psalm 23 leben. Und das will ich euch einfach mitgeben. Da, wo ihr hingeht, lebt euren Glauben, lebt eure christlichen Werte und seid die Bibel für die Menschen. Und wow. Yes. Stark, danke. Miron, was wäre dein Goldnugget? Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Die Bibel sagt, dass Gott uns gemacht hat in seinem Bild. Das heißt, jeder von uns, und Johannes 14, glaube ich, Don kann mich korrigieren, er ist hier der Bibelgewandteste. Aber Jesus sagt, habe ich von euch nicht gesagt, dass ihr Götter seid. Und jeder von uns ist ein Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, ich lerne in meinem Leben, es ist sehr wichtig, stell dich nicht selbst in Frage, sondern steh zu dir und bau eine Beziehung zu dir selbst auf, in der du dich so wohlfühlst, du selbst zu sein, dass wenn du, egal wohin gehst, dass Leute sich gerne mit dir Zeit verbringen und merken, dass bei dir ist etwas anders. Du musst, Jesus ist nicht etwas, das, sorry, dass ich so lange rede, ich möchte das einfach sagen, weil ich habe früher, hatten wir auch einen Ministry-Dienst bei uns in der Gemeinde, wo wir rausgegangen sind auf die Straßen und wir gehen jetzt evangelisieren. Und ich habe mich darin sehr unwohl gefühlt. Und ich habe immer gedacht, Mist, Mann, ich muss mich jetzt dazu quälen und ich muss mich jetzt dazu überzeugen, rauszugehen und den Leuten sagen, hey, Jesus ist für dich gestorben, das und das. Und das ist sehr wichtig. Und Paulus sagt einfach sogar, es ist eine Schande, wenn ich es nicht mache. Ich glaube aber, es ist so immens wichtiger, dass du Jesus wirklich liebst und dass Jesus wahrhaftig in deinem Leben ist und dass Menschen, du bist einfach wie ein Schwamm, der nass ist. Und sobald Leute zu dir kommen, dieser Schwamm, der tropft vor Jesus. Und sobald du in Druck gerätst, auf der Arbeit, in der Schule, egal was passiert, du wirst gedrückt und da kommt Jesus raus. Und das ist mein Ding. Zweifle nicht an dir selbst. Jesus hat dich zu einem wunderbaren Menschen gemacht. Genauso wie du bist, bist du super. Genau mit deinen weirden Ecken und mit deinem komischen Charakter, wo Leute sagen, hä, Jesus will genau das verwenden. Steh zu dir selbst. Gott steht zu dir. Und nochmal dann ein Goldnugget vom Daniel. Yes. Hey, ich lese gerade ein Buch so von Christen, die haben vor 300 Jahren gelebt. Das sind so richtige Erweckungsprediger gewesen. Und ich habe in dem Buch gelesen, dass über die Zeitungsberichte geschrieben worden sind. Also die wären heute, wenn die heute gelebt hätten, dann wäre es in den Medien gekommen. Man hätte über die gesprochen, was die getan haben, welche Erweckung passiert ist und alles. Und ich habe dann so richtig gemerkt, wir haben uns verändert. Die Generation hat sich verändert. Damals war es komisch, nicht an Gott zu glauben. Und das ist heute irgendwie in der Gesellschaft so. Und ich will dir eins sagen, es ist nicht komisch,
dass du an Gott glaubst. Das ist komisch, nicht an Gott zu glauben. Hey, wir können das ausstrahlen, wir können rausgehen und so mache ich das auch. Wenn jemand zu mir kommt, ich sage zu ihm, hey, gestern habe ich gebetet und ich habe das und das erlebt oder sonst irgendwas. Und er guckt mich an und sagt, das ist komisch und ich frage, warum, du nicht? Und dann drehe ich den Spieß um. Und ich will, dass wir so eine Generation werden, wo Glauben normal ist und Nichtglauben nicht normal ist. Halleluja. Und das will ich dir mitgeben. Nimm das an. Du bist nicht komisch. Du bist nicht, wie sagten die Generation, weird. Genau. Da bin ich vielleicht schon zu alt. Aber hey, nein, das ist nicht so. Wir sind real. Wir sind echt. Und wir glauben an Jesus Christus. Und das ist gut. Und das ist normal so. Halleluja. Wow, richtig stark. Ich denke, von allen 5 Personen verschiedene Art und Weisen an moderner Evangelisation im Alltag, da können wir uns inspirieren lassen. Mach es auf deine Art und Weise. Vielleicht ist etwas ähnlich, was die machen. Vielleicht ist es was ganz, ganz anderes. Aber mach es einfach, mach es simpel. Nimm diese Goldnuggets, setz sie um und lass uns Jesus wirklich die Botschaft von ihm verstreuen und Menschen zu ihm führen. Amen. Yes, dann vielen lieben Dank an euch 5. Ihr wart echt genial. Ein Segen für uns. Heute Mittag. Und ich möchte auch kurz nochmal Werbung machen hier. Also die Gebrüder Schüler haben hier so ein geniales Büchlein rausgebracht. Ihr könnt auch deren Video teilen, super evangelistisch auf YouTube. Und dieses Büchlein könnt ihr kostenlos mitnehmen und anderen verschenken. Das liegt nachher aus da draußen, unserem Verkaufstisch. Für 0 Euro für dich, aber für einen großen, großen Segen für andere. Deswegen nimmt es nachher auf jeden Fall mit. Dann kannst du auch nachher, nach dem Gottesdienst, dieses frisch gedruckte Buch von Melaine Friesen, Monday Motivation, draußen erwerben, wird nachher ausgelegt, geh, kauf es, schenk es weiter. Ich glaube, viele Leute brauchen Motivation im Alltag, brauchen sie montags, brauchen sie Dienstag, brauchen sie mittwochs, brauchen sie wöchentlich. Nimm es mit und motivier, vielleicht hast du jemanden jetzt auf dem Herzen und denkst, dem oder der Person will ich es schenken und weitergeben. Und dann haben wir da auch noch ein klasse Buch von dem Sprecher, den wir gestern Abend hier mit am Start hatten. Henoch Worko, Jungsterben. Ich habe das Buch gelesen, ich kann dir sagen, lebensverändernd. Auch eine Art zu evangelisieren, sowas jemandem weiterzugeben oder sich selber inspirieren zu lassen. Deswegen erwerbe es gerne und natürlich unseren nicen Merch. Den darfst du dir draußen auch holen. Falls du noch keinen hast, hey, Heaven's Harmony für dein Leben, das wollen wir. Erwerbe es dir. Und von den genialen Leuten, von denen wir gerade hier gehört haben, wird jetzt eine Sprecherin zu uns sprechen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, sie ist wirklich so ein Goldstück aus unserer Gemeinde. Wir lieben es zu sehen, was Gott durch sie tut und was Gott mit ihr macht. Und es ist einfach nur genial. Und sie hat nicht nur ein Talent in Fashion und in Social Media und all den Dingen, die sie macht, aber vor allem hat sie ein Talent im Sprechen und eine Gabe, Gottes Botschaft sehr kreativ und spannend weiterzugeben. Und wir werden jetzt von ihr eine Predigt hören und ich freue mich so richtig. Begrüßt nochmal ganz herzlich mit mir für die Predigt Melaine Friesen. Nochmal von mir. Herzlich willkommen und hallo, es ist einfach so, so nice hier zu stehen, ja. Ich fühle mich so wohl auf dieser Stage, ja. Das ist einfach richtig my family, das ist mein Zuhause. Es ist so nice, hier wieder zu predigen und wirklich, ich fühle mich echt wie zu Hause. Und ich freue mich so, so sehr, Teil von der Face-to-Face 2021 zu sein. Ich glaube, es ist einfach so schön, also ich liebe es so sehr, dass wir uns alle zusammen wieder versammeln können, dass wir einfach sogar nebeneinander sitzen können, ja, es ist so schön, es ist so nice. Und ich hoffe, ihr habt noch Energie für eine Message, ja. Ich weiß, die Mittagssession ist meistens immer so, man will schlafen und so. Aber hol dir einen Kaffee, ja, und sei ready für diese Message, weil die solltest du nicht verpassen, let's go. Und hey, ich will einfach kurz anfangen zu beten für diese Predigt. Deswegen, da wo du bist, einfach mach deine Augen zu, tu deine Hände zu Gott strecken, was auch immer du willst. Und ich will kurz beten. Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir zusammenkommen dürfen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, dass du in der Mitte von uns bist, dass du hier mit mir auf der Stage bist und dass du mit den Leuten bist, Gott. Ich danke dir, dass du einfach jetzt wirklich mich als Mikrofon benutzen wirst und dass du durch mich sprechen wirst zu den Menschen und dass du wirklich Menschenherzen heute verändern wirst und dass du heute Dinge tust, Gott. Dass wir wirklich diese Message für uns annehmen können, dass wir nicht denken,
oh yes, mein Nebenmann braucht das, sondern dass wir wirklich heute die Message für unsere Herzen annehmen können, Gott. Und dass wir heute wirklich eine richtig nice Mittagssession haben werden mit dir. Come on, Amen. Wisst ihr, wer mich kennt persönlich, der weiß, dass ich ab und zu ein bisschen emotional und sensibel sein kann, ja? Ich könnte jetzt darauf schieben, dass ich eine Frau bin, aber ich würde mir einfach behaupten, dass ich schon noch mal so ein bisschen emotionaler bin als der Durchschnitt, ja? Und oft da denke ich nicht wirklich rational, wenn eine Situation passiert oder ein Konflikt, sondern ich bin sehr, sehr emotional und ich muss zuerst runterkommen und rational auf diese Situation denken, ja? Und wisst ihr, aber es hat sich schon sehr, sehr krass gebessert, weil früher, als ich noch ein kleines, süßes Mädchen war, da war das anders ein bisschen, ja. Ich wusste dann nicht so ganz, wie ich mit meinen Emotionen umgehen muss oder soll. Und ich war sehr, sehr emotional. Und wer das am meisten abbekommen hat, sind meine zwei älteren Brüder. Und ich will mich öffentlich offiziell bei meinen zwei Brüdern entschuldigen, ja. Jason, Jeremy, I'm so sorry. Aber kurz zu meiner Familiensituation. Ich habe vier Brüder und ich bin das einzige Mädchen, vielleicht bin ich deshalb so emotional, ja. Muss ich auch irgendwie durchschlagen im Leben. Aber genau, und ich habe zwei ältere Brüder und mit denen bin ich aufgewachsen. Und damals, damit ihr versteht, wie emotional ich bin oder war, ich war 7 oder so. Also manchmal mache ich mich immer ein bisschen jünger, als ich eigentlich war, aber ich glaube, ich war wirklich 7. Und ich habe irgendwie so eine Vorliebe zu den Sternen. Und früher habe ich schon Sterne so, so sehr geliebt. Und ich habe dann immer abends so noch kurz aus dem Fenster so rausgeschaut. Ja, so Main Character Moment. Ich habe schon immer den Lifestyle gelebt. Und ich habe einfach so immer in die Sterne geguckt und habe die so bewundert. Und dann habe ich auch irgendwie so den Mond so ein bisschen länger angeguckt, ja. Und wie ihr ja wisst, wenn man so Kreise oder so länger anguckt, so optische Täuschung, dann wirkt es so, als ob der Kreis sich so ein bisschen vergrößert, ja, und immer größer wird. Und ich, so ein kleines Mädchen, ja, so ganz emotional, ganz sensibel, auf einmal habe ich so eine Panik bekommen, ja. Und ich renne in das Zimmer von meinen zwei älteren Brüdern und ich sag: Jason, Jeremy, der Mond stürzt auf die Erde. Und es ist eine true story, ja. Und ich weiß, die beiden, das wird mich verfolgen bis zu meinem Tod, okay. Die erzählen mir immer wieder diese Story und ich habe wirklich geglaubt, dieser Mond stürzt auf die Erde. Einfach so, damit ihr versteht, wie nicht rational ich manchmal denke, ja. Und dann gab es noch mal eine Story. Ich bin nicht nur sehr emotional, sondern früher war ich auch eine richtig krasse Angsthase. Und dann gab es noch mal so eine Story. Da war ich auch zu Hause und ich war alleine mit meinem älteren Bruder Jeremy. Und unsere Eltern waren nicht zu Hause und irgendwie ist dann so ein weißer Transporter ist so vor unserem Haus gefahren und ist halt so stehen geblieben. Und ich habe das so gesehen. Ich habe bestimmt die Sterne angeguckt, dann habe ich das so wieder gesehen. Und ich war so, was macht da so ein weißes Auto vor unserem Haus, ja? Und ich habe so eine Angst bekommen, weil irgendjemand hat mir erzählt, dass durch Trossingen irgendwie so ein Wagen fährt, so ein Weißer, der so Kinder entführt. Und ich dachte, das ist dieser weiße Wagen und der will mich und meinen Bruder jetzt entführen, ja? Und ich bin in das Zimmer von Jeremy gerannt, ich habe ihn aufgeweckt und ich habe angefangen zu weinen, weil ich so Angst hatte. Und ich habe gesagt: Jeremy, wir werden gleich entführt werden von diesem Wagen. Und wisst ihr, ich hatte solche Angst. Ich dachte so: Jeremy, der große Bruder, der wird mich jetzt beruhigen, er wird mich beschützen, er wird sagen: Hey, Melaine, alles gut, ja, selbst wenn er uns entführen wird, ich werde kämpfen für uns. Nein, ich hatte so eine Angst, dass meine Angst sich auf Jeremy projiziert hat und Jeremy hat auch angefangen zu weinen und hat auch Angst bekommen, ja? Und ich war so: Na toll, jetzt sind wir beide, sitzen hier und heulen einfach und wissen nicht, was wir machen sollen. Und wisst ihr, diese Story hat mich so sehr daran erinnert, dass ich glaube, dass wir so, so oft in unserem Leben auch kleine Melaines und kleine Jeremys sind. Was will ich damit sagen? So, so oft haben wir Dinge, mit denen wir uns konfrontieren und wir projizieren diese Dinge auf einen anderen Menschen. So wie ich hatte solche Angst vor diesem Auto, dass ich diese Angst angefangen habe, auf Jeremy zu übertragen. Und auf einmal hatte Jeremy auch solche Angst. Und es hat mich sehr an den Satz erinnert: Verletzte Menschen verletzen Menschen. Weil ich glaube, so oft gehen wir so mit unserem Schmerz um. Und mein Thema für heute lautet: The Hurt in Us. Der Schmerz in uns. Und wisst ihr, ich glaube, wir kennen alle die Geschichte von Josef.
Aber ich musste trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, falls ihr irgendjemand nicht kennt. Das heißt, du kannst kurz für 2 Minuten einschlafen, danach bitte wieder aufwachen, ja? Josef, der hatte 11 Brüder und er war der Jüngste. Und wisst ihr, so wie wir es kennen, ja, die Jüngsten, die werden immer bevorzugt, also man denkt es, ich habe 4 Brüder, ich bin das einzige Mädchen, ja, ich weiß ganz genau, wer bevorzugt wird, aber an sich wird eigentlich immer der Jüngste bevorzugt, ja. Und Josef wurde sehr, sehr krass von seinem Vater bevorzugt. Er hat auch so ein richtig heftiges Outfit von seinem Vater geschenkt bekommen, ja. Da hätte ich einfach keine Chance mehr gegen ihn, okay. Der würde einfach die Instagram Reels zum Explodieren bringen. Und er hat so ein richtig freshes Outfit bekommen. Und die Brüder, die wurden richtig, richtig jealous auf Josef. Und die wurden richtig neidisch. Und deswegen dachten die sich, okay, wisst ihr was? Wir tun einfach Josef in den Brunnen schmeißen, so casually, so macht man halt mal einfach mal seinen Geschwister so einfach in den Brunnen schmeißen. Und die haben es dann auch wirklich gemacht und die haben Josef in den Brunnen geschmissen und haben dem Vater verkauft, dass er gestorben ist. Kurz zusammengefasst, ganz, ganz grob. Und wisst ihr, oft sehen wir, also in dieser ganzen Situation gibt es einmal das Opfer sozusagen, das Opfer, das verletzt wurde und das ist in diesem Fall Josef. Und wir sehen die Bösen, die verletzt haben. Und es sind hier die Brüder von Josef. Und heute will ich beide Perspektiven aufzeigen, weil der Hurt in Us kann man nicht nur auf die Situation von Josef beziehen, sondern genauso auch auf die Situation von den Brüdern. Und wieso werde ich nochmal genauer erklären? Wisst ihr, es gibt immer 2 Verletzte. Der verletzt hat und der verletzt wurde. Beides sind verletzte Menschen. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft das Wort verletzt benutzt. Und wisst ihr, jeder von uns wird mindestens einmal in unserem Leben in einer von diesen beiden Positionen sein. Du wirst irgendwann oder vielleicht warst du schon einmal der sein, der verletzt. Und irgendwann wirst du der sein, der verletzt wurde. Du wirst deine Familie mal verletzen, deine Freunde verletzen, die Menschen verletzen, die du liebst, deinen Partner verletzen, weil du bist ein unperfekter Mensch. Und genauso wird einmal deine Familie dich verletzen, deine Freunde werden dich verletzen, die Menschen, die du liebst, werden dich verletzen, dein Partner wird dich verletzen, weil diese Menschen unperfekte Menschen sind. Und so kommen wir alle mal in eine Situation rein, wo wir in beiden Positionen stehen. Und wisst ihr, ich glaube, das kann man gut irgendwie auf das Beziehungsbeispiel nehmen. Bei einer Beziehung kommen 2 Menschen mit Vergangenheit, mit Fehlern, mit Schmerz, mit all den Sachen zu einer anderen Person und jetzt müssen die irgendwie hinbekommen, sich aufeinander abzustimmen. Und ein Partner kann Dinge mitbringen, die dich verletzen und du kannst Dinge mitbringen, die dich verletzen. Und so ist es auch in jeglichen Beziehungen oder jeglicher Interaktion mit Menschen, dass wir kommen mit Sachen und diese Menschen kommen mit Sachen und es kann zu Verletzungen kommen dadurch. Und wenn wir auf die Geschichte von Josef zurückgehen, ich glaube, oft können wir uns immer in die Geschichte oder in die Situation von Josef wiedererkennen, oder? Wir wurden von Menschen verletzt, wir wurden von Menschen enttäuscht, wir wurden verraten, wir wurden weggeschmissen, wir wurden verletzt, wir wurden betrogen, alles Mögliche. Aber ey, Gott holt uns daraus, come on, all praise to God, ich bin so verletzt, wow, nicht klatschen, aber all praise to God. Hey, aber es ist nice, ja, es ist richtig nice und es ist auch die Wahrheit, das wäre auch die perfekte Message und da können wir uns, glaube ich, doch alle immer wiederfinden, oder? Hey, ich bin so verletzt, aber oh, come on, God, und es ist richtig gut und es ist auch die Wahrheit. Aber ich glaube, oft sind wir nicht ready für die Konversation, weil ich glaube, sehr, sehr oft sind wir nicht in der Position von Josef, sondern in der Position von seinen Brüdern. Und ich bin die Erste, die sagt, dass ich schon mal dachte, ich bin in der Position von Josef, aber eigentlich war ich einer seiner Brüder. Und ich glaube, so, 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 so oft in unserem Leben sind wir nicht in der Position von Josef, sondern wir sind einer seiner Brüder. Und ich finde, es ist so, so wichtig, über das zu reden, was ist, wenn ich der bin, der verletzt hat.
Und das ist mein erster Punkt. Der verletzt. Und ich will dich heute fragen, wo warst oder wo bist du vielleicht ein Bruder von Josef? In deinem Leben. Wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist und in dein Herz schaust, da wo keiner reinschauen kann außer Gott, wo bist oder warst du vielleicht mal ein Bruder von Josef? Und ich habe ein Beispiel mitgenommen, kann vielleicht mal die Pflanze hier hochbringen. Wisst ihr, ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde wird von Grund auf böse geboren. Wisst ihr, wir waren zuallererst, okay, ich weiß, diese Pflanze sieht sehr, sehr kaputt aus, ja. Zuerst, ich habe keinen grünen Daumen und zweitens, aber es ist gut für die Message, okay, also es passt zu der Message, ich wollte es nur kurz mal gesagt haben. Auf jeden Fall, ich glaube, kein Mensch wird von Grund auf böse geboren. Wisst ihr, wir waren alle mal kleine, süße Pupsis, ja. Und selbst die heftigsten Gangster in New York City Bronx, ja, selbst die waren mal kleine Hosenscheißer. Selbst die. Keiner von uns wird von Grund auf böse geboren. Jeder von uns war mal ein kleines Baby, komplett unschuldig, von keinem verurteilt. Wir hatten keine Probleme, wo alles noch nice und chillig war. Wir waren so unschuldig, so rein, keine Vergangenheit, nichts. Und wir sind praktisch wie so ein Samen gewesen. Jeder Einzelne von uns. Ein Samen, der noch nicht angefangen hat, Wurzeln zu schlagen, der noch nicht irgendwo hineingesetzt wurde. Und wir waren Samen und man hat uns in die Welt hineingepflanzt. Wisst ihr, ich glaube, es gibt so einen Prozess des Wachstums. Und wir werden in die Welt hineingepflanzt. Und das allererste, was uns beeinflusst, das allererste, was uns Wurzeln schlagen lässt, ist unsere Familie, sind deine Eltern. Und sie fangen an, in dich hineinzugießen, sie fangen an, in dich hineinzugeben. Und das, was deine Familie oder deine Eltern dir gegeben haben, das sind die Dinge, die Wurzeln bei dir angefangen haben zu schlagen. Und es kann in die positive Richtung gehen, aber es konnte auch in die negative Richtung gehen. Und ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte ist, aber das ist der erste Step. Und es ist auch tatsächlich so, dass bei den Babys oder bei den Kleinkindern ist Familie und Eltern das Wichtigste, weil das wird das Kind am meisten in der Zukunft prägen. Diese Zeit, weil das ist der Moment, wo wir Wurzeln schlagen in unserem Leben. Und da werden wir einfach hineingeworfen und die Außenwelt, die hat zu bestimmen, wie wir anfangen, Wurzeln zu schlagen. Und der zweite Punkt ist dann, hey, okay, das hat uns beeinflusst. Wir haben angefangen, Wurzeln zu schlagen, wir fangen an zu wachsen. Und auf einmal kommen Umwelteinflüsse wie Menschen, wie Fehler, Erinnerungen, die wir sammeln, Traumas, die wir vielleicht sogar sammeln, Verletzungen, Verluste, positive und negative Worte, Taten, Freude, Schmerz, alle diese Dinge beeinflussen unser Wachstum. Und wir werden davon weiter beeinflusst. Und dann sind wir hier, wie diese Pflanze, so unperfekt, mit so vielen Fehlern, mit so vielen Dingen, mit so viel Geschichte, mit so vielen Erinnerungen, die uns beeinflusst haben und die uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind. Und jeder von uns ist unperfekt. Keiner von uns ist eine perfekt aussehende Pflanze. Jeder von uns hat Dinge, jeder von uns hat Schmerz, jeder von uns hat Sachen erlebt und irgendwo in dem Prozess ist irgendetwas falsch gelaufen und heute sind wir hier, so wie wir sind, mit allem, was wir erlebt haben und gesehen haben. Und wieso sage ich das Ganze? Ich will euch demonstrieren, dass jeder Schmerz, den du jemandem zugefügt hast, nicht ist, weil du von Grund auf ein falscher oder ein böser Mensch bist. Nein, weil irgendwann in deinem Leben warst du auch nur ein kleines, unschuldiges Baby. Sondern was ich dir heute sagen will, ist, dass der Schmerz, den du zugefügt hast, ist so, so oft auf einen Schmerz zurückzuführen, der in dem Prozess des Wachstums entstanden ist. Es zurückzuführen auf irgendetwas, was in deinem Leben passiert ist. Da, wo du nicht genug Wasser bekommen hast, da, wo du nicht genug Sonne bekommen hast. Irgendein Schmerz ist immer zurückzuführen. Wisst ihr, Josef, seine Brüder waren keine bösen und schlechten Menschen. Sie waren verletzte Menschen. Und wisst ihr, das Prinzip von verletzten Menschen kann man
eigentlich auch sehr, sehr rational begründen, auch wenn ich relativ emotional bin. Zuerst entstanden Verletzungen durch die Benachteiligung des Vaters. Und die Brüder haben sich verletzt gefühlt, sie haben sich benachteiligt gefühlt und hier entstand die Verletzung. Der zweite Punkt ist, der Resultat von der Verletzung war Neid. Und Neid ist gekommen. Und der dritte Punkt ist, sie nahmen den Neid und sie handelten danach. Hey, vielleicht hattest du nie wirklich einen richtigen Vater. Und Verletzung ist entstanden, weil du keine Vaterrolle in deinem Leben hast. Das Resultat davon ist, dass du ein falsches Bild von Männern hast. Und jetzt kannst du keine richtigen Beziehungen führen, weil alles, du hast das Gefühl, das Einzige, was du machst, ist, die Leute zu verletzen. Hey, vielleicht in deiner Kindheit haben sich deine Eltern scheiden lassen. Und das ist deine Verletzung. Das Resultat davon ist, dass du hast Ängste, dich an jemanden zu binden. Und dann fängst du an, andere Menschen zu verletzen, weil du dich nicht binden kannst. Hey, vielleicht hast du eine schlimme Beziehung hinter dir, eine schlimme Ehe, toxische Beziehung. Und jetzt das Resultat davon ist, dass du Leuten nicht mehr vertrauen kannst und deswegen verletzt du Menschen dadurch. Und es ist so, so oft, dass den wir verletzen, es ist immer sehr, sehr oft zurückzuführen auf irgendeinen Schmerz, der in der Vergangenheit bei uns passiert ist. Und was heißt das? Auf einmal erweitert sich der Blick. Und Josef, seine Brüder sind nicht nur in der Position dessen, die verletzt haben, sondern sie sind auf einmal auch die, die verletzt wurden. Und ich will euch sagen, heute sind manche von uns hier und du befindest dich in der Mitte und du hast Menschen verletzt, aber du bist auch der Verletzte. Und wisst ihr, eins habe ich verstanden, dieses Prinzip von Verletzung kann man sehen wie so ein Kreislauf. Und wir starten hier und es kommt auf uns ein Schmerz, eine Verletzung. Dann fangen wir an, diese Verletzung anzunehmen in unserem Leben. Das steht für Annahme und ist für Schmerz. Und was jetzt passiert ist, wir nehmen diesen Schmerz für uns an und wir verletzen weiter. Und es ist wie ein Kreislauf, der nicht aufhört. Und wir haben den Schmerz bekommen. Wir nehmen den Schmerz für uns an und wir leiten den Schmerz weiter. Und jetzt hat eine andere Person wieder diesen Schmerz. Der verletzt wurde. Und das ist mein zweiter Punkt. Der verletzt wurde. Und ich glaube, in dieser Rolle finden wir uns alle immer ein bisschen leicht wieder, gell? Jetzt kann er so wieder durchatmen. Okay, ich bin nicht mehr in der bösen Rolle, ja? Und wisst ihr, weil es ist immer leichter, es ist immer irgendwie besser, der Verletzte zu sein, als der zu sein, der verletzt hat. Und wisst ihr, ich habe wirklich keine Ahnung von Fußball, okay? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber eins weiß ich, wenn die Fußballer sich irgendwie nur so ein bisschen am Fuß berühren, ja, dann acten die so, als ob die gerade eben angeschossen wurden in ihr Fuß oder so, ja. Und die fetzen so hin und die fangen an zu heulen gefühlt. Okay, das ist das Einzige, was ich weiß. Und warum machen die das? Weil es ist viel, viel besser, wenn du der Verletzte bist, als wenn du jemanden verletzt hast. Weil dann kriegst du die rote Karte oder die gelbe oder so, I don't know. lassen wir mal das Thema Fußball, ja. Aber ihr wisst, was ich euch sagen will damit. Und wisst ihr, es gibt aber ein bestimmtes Problem, das echt viele Leute haben, wenn sie verletzt werden. Und man kann es auch sehen wie so eine Art Escape, wie so eine Art Entkommen von dem Schmerz. Und das hat auch Henok gestern in seiner Message ein bisschen angeschnitten. Wisst ihr, wir Menschen, wir faken oft, anstatt Dinge zu facen. Und ich mag es auch zu sagen, don't fake it till you make it, face it till you make it. Wisst ihr, ich glaube, vor allem bei uns als guter Christ, wir wissen und wir haben ein bisschen den Druck auf uns, hey, wenn wir verletzt wurden, du musst vergeben. Du hast eigentlich keine andere Wahl, wenn du ein guter Christ sein willst, du musst vergeben.
Und wir wissen, hey, okay, ich muss irgendwie vergeben und hey, eigentlich, ich darf diesen Schmerz ja gar nicht fühlen, weil Jesus ist doch mein Retter, Jesus ist doch mein Erlöser, Jesus hat mir jeden Schmerz genommen, ich darf ihn nicht fühlen, ich darf mich nicht mit meinem Schmerz auseinandersetzen. Hey, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich frei gemacht. Und dann stehen wir da und sagen, ja, ja, ich habe der Person vergeben, wirklich, 100%. Ich will ja einfach nicht mehr in die Augen gucken, so, ich habe reden jeden Respekt zu der Person verloren, aber ich habe ihr vergeben, weil ich bin ja ein Christ und ich muss ja vergeben und hey, nee, wirklich, mir geht's richtig gut, so, Jesus hat mich geheilt von jedem Schmerz und so oft faken wir Sachen aus Religiosität, anstatt sie zu facen und ehrlich zu sein. Wir wurden so gut im Faken, dass wir vergessen haben, dass das Problem das Facen ist. Und ich habe da eine Story, die ich übrigens auch in meinem Buch reingeschrieben habe. Und wisst ihr, wieder eine Kindheitsstory, okay? Irgendwie bekommt ihr heute so richtig viel aus meiner Kindheit mit, aber das ist in Ordnung. Ich war auch irgendwie so relativ jung und ich habe ja zwei ältere Brüder, wie ich schon gesagt habe. Und natürlich, ja, weil sie älter sind, konnten sie immer alles schneller als ich. Sie konnten immer alles schneller als ich machen. Und irgendwann kam dann das Thema Fahrradfahren auf, ja? Und dann konnte Jason, also mein ältester Bruder, konnte dann irgendwann Fahrrad fahren und dann war ich noch so fein damit. Ja, ich war so, ja, okay, komm, gönne ich ihm noch. Aber dann konnte Jeremy auf einmal Fahrrad fahren. Und ich war so, okay, jetzt können beide meine älteren Brüder Fahrrad fahren, ich will das jetzt auch können. Und ich bin dann zu meinem Papa gegangen und ich habe gesagt, Papa, ich will bitte Fahrrad fahren lernen. Und er war so, okay, wenn Melanie was will, ja, dann kann ich einfach nichts dagegen sagen. Okay, komm, Melanie, wir können jetzt Fahrrad lernen. Und dann hat er mich auf dieses Fahrrad gesetzt und hat mich natürlich zuerst festgehalten, hat das mit mir gemacht. Und wisst ihr, ich bin halt manchmal sehr, sehr zielstrebig und sehr, sehr willensstark. Und ich war so überzeugt von mir selber, dass ich schon Fahrrad fahren kann und dass es so leicht ist und so easy ist. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, lass mich los, ich kann das alleine machen. Und ich glaube, mein Papa war so, okay, du willst eh nicht alleine machen können, aber komm, versuch's mal, gell? So, weil er wusste, wenn ich einmal hinfliege, dann werde ich es nicht nochmal alleine ausprobieren. Und er hat mich losgelassen und keine zwei Sekunden später lag ich auf dem Boden heulend. Und ganz kurz, ich glaube, dass wir das auch oft bei Gott sind. Und dass wir zu Gott sagen, hey Gott, ich schaff das schon, ich krieg das schon irgendwie hin. Und Gott sagt zu uns, hey, du machst gerade den größten Fehler deines Lebens. Ja, du läufst in eine ganz falsche Richtung. Aber wir sagen, hey, wir kriegen das schon hin. Und Gott sagt, okay, ich lass dich los, aber ich verlasse dich nicht. Und wenn du hinfällst, bin ich der Erste, der wieder bei dir ist. Und ich war da und ich habe geweint und habe meinem Papa geschrien, er war sofort da. Und das allererste, was ich gesagt habe, ist, Papa, bitte bring mir ein Pflaster. Wisst ihr, ich weiß nicht wieso, aber Kinder denken, sobald ein Pflaster drauf ist, ist alles gut. Ich will heute sagen, oft sind wir Kinder. Und wir glauben, sobald wir ein Pflaster auf unsere Wunde drauf machen, ist alles gut. Solange man den Schmerz nicht sieht, solange man die Wunde nicht sieht, ist alles gut. Und ich weiß nicht, warum ich mich so gut daran erinnern kann, aber mein Vater hat zu mir gesagt, Melanie, ich werde dir kein Pflaster bringen, weil deine Wunde wird viel, viel schneller und leichter heilen, wenn du sie offen lässt. Und wenn sie braucht Sauerstoff, um gut und schnell heilen zu können. Ich will dir heute sagen, oft müssen wir unsere Wunde face to face angehen. Und oft müssen wir unser Schmerz, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und den Sauerstoff, den wir dafür brauchen, heißt auch Vergebung. Vielleicht bist du nicht der Verursacher deines Schmerzens, aber der Umgang mit deinem Schmerz ist deine Verantwortung. Wisst ihr, unser Schmerz ist oft nicht das Problem, sondern unser Verhalten ist das Problem. Und so oft kommen wir zu dem Schmerz und wir zeigen auf den Schmerz, aber es geht nicht um den Schmerz, es geht darum, was wir hier tun. Nehmen wir den Schmerz an? Gehen wir mit diesem Kreis? Oder sagen wir, ich will mich anders verhalten? Und die Band kann auch schon nach vorne kommen. Ich will kurz eine Bibelstelle vorlesen. In Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Wisst ihr, ich glaube, was wir Menschen oft machen, ist, wenn wir verletzt wurden, wir verurteilen den Menschen dafür, dass er uns verletzt hat. Ich glaube, das ist so unser erstes Ding, das wir machen. Hey, dieser Mensch ist so böse. Wir schauen auf diese ganzen Fehler, auf diese ganzen schlechten Seiten und wir sagen, hey, dieser Mensch ist so böse, ich weiß nicht, ob ich ihm vergeben kann. Und was wir damit tun ist,
Wir nehmen diesen Schmerz für uns an. Wir machen ein Pflaster auf unser Schmerz. Und wir sagen, hey, das wird schon irgendwie. Und wir gehen weiter. Aber das Einzige, was wir machen, ist, wir gehen weiter mit dem Kreis. Oft denken wir, wir gehen weiter im Leben, aber eigentlich gehen wir weiter mit dem Kreis. Und auf einmal merken wir, hey, diese Verletzung, die wurde nie geheilt. Und auf einmal verletzen wir andere Menschen damit. Und so geht dieser Verletzungskreis immer weiter. Aber ich will dir heute sagen, dass wir haben die Autorität, diesen Kreis zu zerstören. Hey, wenn du die ganze Message dich gefragt hast, Melaine, es geht so viel um Verletzung, was willst du uns heute sagen? Dann pass jetzt auf. Wir sollten nicht den Menschen als böse sehen, sondern wir sollten sehen, was Böses dahinter steckt. Und wir sollten die Ersten sein, die sagen, hey, ich nehme diesen Schmerz nicht für mich an. Ich mache hier Stopp. Ich tue den Kreis nicht weiterführen. Und ich sage, ich komme zu dir mit Liebe. Ich komme zu dir mit Gnade. Ich komme zu dir mit Vergebung. Und auch wenn du etwas von mir genommen hast, ich gebe dir das Wasser, was dir fehlt. Ich gebe dir die Sonne, die dir nie gegeben wurde. Ich gebe dir das, was dein Schmerz verursacht hat. Und ich gebe es dir mit freiem Willen, obwohl es unverdient ist. Weil ich sehe nicht dich als böse, sondern ich weiß, wer dahinter steckt. Und ich weiß, was Böses dahinter, was nicht nur dich verletzt, sondern was jetzt mich verletzen will und was den Nächsten verletzen will. Aber ich sage, hier ist Stopp. Und ich werde nicht aus einer Verletzung weiter handeln, sondern ich werde die Verletzung heilen lassen. Und ich werde zurück zu dir gehen, ob du es verdient hast oder nicht. Und ich werde dir sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und wenn wir verstehen, und das war auch mein erster Punkt, wenn wir verstehen, dass nicht der Mensch böse ist, sondern dass es einfach ein verletzter Mensch ist, dann wird es uns so viel leichter fallen zu vergeben. Weil wir merken, hey, dieser Mensch ist genauso wie ich. Er hat genauso Sachen durcherlebt. Er hat genauso eine History. Er hat genauso Trauma. Er hat alles, was ich habe. Und er ist genauso unperfekt wie ich. Und deswegen gebe ich ihm meine Vergebung. Wisst ihr, ich will, dass selbst wenn wir tatsächlich in der Opferrolle stehen, dass wir stark genug sein können, um auf sie verzichten zu können. Auf sie verzichten zu können. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wie Josef, als er in den Brunnen geschmissen wurde, wie er da saß und da in dieser Dunkelheit war. Es war kalt, es war dunkel, er war verletzt von seinen Brüdern. Er ist auch nur ein Mensch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er verletzt war. Und er saß in diesem Brunnen und er hat zu Gott gebeten. Er hat gesagt, Gott, es tut so weh. Ich wurde abgestoßen, ich wurde verraten. Jetzt bin ich hier alleine in dieser Dunkelheit. Aber wisst ihr, kleiner Spoiler, Josef wurde im Endeffekt zum König. Und Josef war vielleicht in der Opferrolle drin. Aber in diesem Moment, wo er zu Gott gebetet hat, hat Gott ihn gehört. Und weil Gott ihn hörte, machte er ihn zum König. Ich will auf meine Opferrolle verzichten, weil ich wurde nicht dazu berufen, ein Opfer zu sein. Ich wurde dazu berufen, ein Gewinner zu sein. Nur weil Jesus in der Opferrolle war, aber er war in der Opferrolle, aber als er gebetet hat, hat Gott ihn gehört und Gott hat ihn zum Sieger gemacht. Als Josef in der Opferrolle war, hat Gott ihn gehört und hat ihn zum König gemacht. Da, wo du Schmerz hast, da, wo du leidest, da, wo Menschen dich verletzt haben, da, wo du in der Opferrolle bist, ich kann dir heute sagen, du bist kein Opfer, sondern du bist ein Gewinner, weil Gott dich hört. Und selbst wenn wir tatsächlich in der Opferrolle stecken, wollen wir uns dazu entscheiden, der Gewinner zu sein. Weil Gott hört unseren Schmerz
Und das ist mein Turning Point dieser Message. Meine Message heißt, the hurt in us is hurt by him. Der Schmerz in uns wurde gehört von ihm. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Wisst ihr, ich glaube, vor allem wir Christen, vor allem wir als Christen, sollten lernen, richtig mit Schmerzen umzugehen. Weil ich habe sogar das Gefühl, dass ab und zu, und es tut mir leid, dass ich das so offen und ehrlich sage, aber dass ab und zu, sogar in der Christenwelt, ist da mehr Verurteilung als in der Nicht-Christenwelt. Und ich erlebe das jeden Tag, wenn ich ehrlich bin. Ich bin die Influencerin, ja, die auf Social Media ist und die da ihr Fashion-Style macht. Und es kommen oft genug Christen, die meinen Glauben und die mich verurteilen. Oft genug. Und ich musste so, so krass damit lernen, dass ich sage, hey, ich sehe nicht dich als böse an, sondern ich weiß, irgendwas in dir, da ist irgendwo eine Verletzung, weil einfach so verurteilt man nicht. Einfach so verurteilt man nicht. Und ich sehe nicht dich als böse, sondern ich weiß, dass der Teufel irgendwas zerstören will in mir, in meinen mentalen Gedanken, aber ich lasse es nicht zu. Ich lasse es nicht zu. Und es ist so wichtig, dass wir Christen lernen, wie man mit Verletzung umgeht, weil aus Verletzung etwas zu tun, aus Verletzung heraus zu handeln, das wird nur noch mehr in Verletzung enden. Und dabei ist es egal, ob du der bist, der verletzt, oder ob du der bist, der verletzt wurde. Hey, lasst uns diesen Kreislauf heute brechen. Lasst uns sagen, ich vergebe. Ich komme zur Liebe mit dir. Ich komme mit Hoffnung zu dir, mit Gnade zu dir. So wie Jesus es bei mir getan hat. Und ich will, dass wir kurz alle unsere Augen schließen. Und da, wo du bist, dass du einfach kurz einen intimen Bereich mit Gott hast, dass einfach keiner deine Hand sieht. Und ich will einfach kurz wissen, hey, für wen ist diese Message heute? Und wenn du sagst, heute diese Message ist für mich, irgendeiner von diesen Punkten hat mich berührt, dann will ich, dass du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Oh, come on. Hey, ich sehe so viele Hände, come on. Hey, das ist so gut. Allein dieser Step, dass du sagst, hey, ich will mit Verletzungen richtig umgehen können. Hey, allein das ist schon der nächste Step dafür. Come on, vielen, vielen Dank für eure Hände. Und ich will kurz für die beten, die ihre Hand gehoben haben. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Und vor allem danke ich dir, dass du uns hörst. Dass du unseren Schmerz hörst. Und dass du mit unserem Schmerz, dass du ihn nachvollziehen kannst. Weil du weißt, wie es ist, von Menschen verleugnet zu werden. Du weißt, wie es ist, von Menschen abgestoßen zu werden. Du weißt, wie es ist, von Menschen enttäuscht zu werden, von Menschen verletzt zu werden. Und deswegen danke ich dir, dass du unseren Schmerz hörst. Jesus, ich bitte dich, hilf uns, dass wir mit diesem Schmerz so umgehen können, wie du damit umgegangen bist. Und als die Menschen dich angespuckt haben, als die Menschen dich getötet haben, hast du gesagt, Gott, sie wissen nicht, was sie tun, weil du hast nicht sie als böse gesehen, du hast gesehen, was dahinter steckt, Jesus. Und du bist für diese Menschen gestorben und so wollen wir auch sein. Wir wollen nicht den Menschen verurteilen, wir wollen nicht gegen den Menschen etwas geben, sondern wir wollen diesen Kreis zerstören und wir wollen mit Liebe, Hoffnung, Gnade und Vergebung zurück zu diesen Menschen kommen und wir wollen da gießen, wo damals nicht gegossen worden ist und wir wollen da Sonne hineinbringen, wo damals bei ihnen keine Sonne geschienen hat. Jesus, ich danke dir auch für jeden Menschen, der weiß, dass er in der Position von Josef seinen Brüdern ist. Ich danke dir, dass du ihr Herz siehst. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment jede Selbstverurteilung rausnimmst aus ihren Herzen. Und dass sie wissen, dass du alle ihre Sünden und alle ihre Fehler auf dich genommen hast. Und dass sie jetzt zu dir kommen können, voll, komplett rein und ohne Fehler, weil du sie reingewaschen hast schon vor 2000 Jahren. Ich danke dir, Jesus, dass auch wir fallen dürfen. Und dass selbst wenn wir verletzen, wir wissen können, dass wir geliebt sind von dir. Und dass wir nicht einfach ein Pflaster auf unsere Wunde drauf tun, sondern dass wir lernen und verstehen, dass wir die Wunde offen lassen wollen und face to face angehen wollen. Face to face mit unserem Schmerzen konfrontieren.
Jesus, ich danke dir für diese Herzen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier gerade in diesem Raum steht und sagt, Gott, bitte komm in mein Herz und hör meinen Schmerz. Gott, hört deinen Schmerz jetzt in diesem Moment. Hey, ich will, dass du anfängst, Gott deinen Schmerz zu erzählen. Fang an zu reden. Fang an, Gott deinen Schmerz zu erzählen. Fang an, Gott zu sagen, was dich belastet. Fang an, Gott zu sagen, was in deinem Herzen ist. Und Gott wird reinkommen. Gott wird reinkommen. Mach deine Wunde auf. Reiß den Pflaster ab. Und fang an, mit Gott über deinen Schmerz zu reden. Fang an, face to face mit Gott ehrlich zu sein, echt zu sein vor Gott, ihm alles zu sagen, was du getan hast, ihm alle deine Schwächen und Fehler zu sagen und sag, Gott, hier bin ich und ich will, dass du mit deinem Sauerstoff in meinen Schmerz kommst, weil du hörst meinen Schmerz. Ja, wir werden jetzt noch mal kurz in eine Worship-Zeit gehen und die Band wird noch mal einen Song singen und ich will dich wirklich ermutigen, dass du jetzt echt vor Gott kommst. Und dass du jeden Pflaster, den du, egal wie lange es her ist, jeden Pflaster einfach abreißt und sagst, Gott, jetzt bin ich ehrlich, face to face vor dir. Seid gesegnet.